Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler, diesmal auf dem Kreativ im Wilden Süden Kanal. Ich freue mich total, dass ich den Anfang machen darf. Also auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender, also jetzt 20 Tage lang. Wir wissen noch nicht genau, ob es 24 Tage geht, aber zumindest 20 Tage lang kommt jeden Tag ein kleines Bastelvideo für euch raus mit einer kurzen, knackigen Idee als Adventskalender. Ganz genau. Und ich fange heute an. Ich habe einen Geschenkanhänger gemacht. Und zwar hat er die Besonderheit, dass man den so aufziehen kann. Dann kann man da theoretisch was reinschreiben, zum Beispiel den Namen oder sonstiges. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man zum Beispiel wichtelt, dass man dann diese Anhänger hier verlost, wo dann der Name drin steht, und auf den Geschenken bringt halt nachher jeder diesen Anhänger draufgeklebt mit. Dann sieht man nicht sofort, wer wem was schenkt, und dann macht man das quasi gemeinsam auf und guckt, wem es gehört. Oder auch unterm Tannenbaum, wenn man mehrere Kinder hat und dann eine Bescherung oder so, und dann kann man erstmal gucken, die Kinder finden es bestimmt witzig, immer zu gucken, wem das Geschenk dann gehört und der darf es dann auspacken. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Fand ich einfach eine nette Idee, eben das dekorativ zu machen, und dann kommt so quasi der Name raus oder was auch immer. Genau. Und zwar geht es auch total easy. Ich habe benutzt das Stempelset Freude am Schenken. Weiß jetzt nicht, ob man das Stempelset so unbedingt braucht. Es ist ganz nett. Die Sprüche sind eigentlich auch niedlich, aber vor allem der Knaller sind die Stanzformen. Die sind total cool. Da haben wir nämlich hier diese eben detaillierten Rahmen. Hier hättet ihr das Ganze auch nochmal in Schneeflocken, könnte man also als Alternative basteln. Überlege ich mir, bastel ich das jetzt im Video? Nee, ich glaube, ich nehme hier nochmal den Weihnachtsmann und die Schlitten, weil den brauche ich jetzt tatsächlich dann als Geschenkanhänger. Genau, also die Stanzformen sind total cool. Und ich meine, also heute ab dem 1. Dezember sind ja auch alle möglichen Sachen reduziert aus dem Mini-Katalog. Da habe ich auch ein Video gedreht, falls jemand da mal reingucken will, was alles reduziert ist. Und ich meine, diese hier sind auch dabei gewesen. Okay, dann fangen wir mal an, hier mit Papier zu schneiden. Und zwar fange ich an mit Marineblau. Ihr könnt natürlich Farben nehmen, was auch immer euch glücklich macht. Und zwar ist die Länge des Stücks 9 cm. Wir falzen nämlich, das Ding ist 4 cm breit und dann soll sich das hier hinten 1 cm überlappen. Das heißt, wir brauchen 2,5. Wir falzen bei 2,5, dann hier die Front mit den 4 cm, dann sind wir also bei 6,5. Und dann hier auf die 9 sind wieder 2,5, also 2 und 2 und die 2,5 überlappen sich genau 1 cm in der Mitte. In der Länge könnt ihr mal gucken, ich glaube, ich habe es irgendwie auf 10 oder so geschnitten, beziehungsweise wir schneiden es danach einfach ab, wie es passt mit der Stanze. Also ich nehme jetzt einfach das, was hier rauskommt, das braucht man natürlich nicht. Ihr braucht mindestens, ich sag mal so 9,5 cm, aber wie gesagt, ich schneide es jetzt einfach mal auf 9,5 cm und schauen, wie es dann nachher wird. Okay. Das ist das. Wir können die beiden anderen Streifen auch gleich noch zuschneiden. Ich habe einmal Grundweiß. Ihr könnt theoretisch auch Vanille nehmen. Ich bin auch noch am Schwanken, ob ich nicht Vanille als Inlay tue. Aber ich stempel da noch Schneeflocken drauf. Und ich glaube, das ist dann schöner auf Weiß. Zu dem Gold passt wahrscheinlich Vanille besser. Ich bin mir noch unflüssig. So, 4 cm hatte ich gesagt. Das hier ist dann natürlich 3,8 cm lang, damit es da drin überhaupt Platz hat. Die Länge kürzen wir dann auch nachher noch ein, wie es uns passt. Und dann habe ich noch das Spezialpapier in Metalloptik. Das ist dieses hier. Ist total cool, ist in Gold und in Roségold drin. Das hat so einen ganz, ganz krassen funkelnden Effekt. Finde ich super schön. Und davon brauchen wir auch einen Streifen. Und zwar nicht 3,8, sondern 3,7, weil den will man ja auch noch rein- und rausziehen können. Und auch da kürzen wir die Länge nachher noch ein, wie es uns passt. Das machen wir, wenn der Anhänger an sich fertig ist. Machen wir dann. Okay. Das einmal zur Seite legen, das kann alles weg. Dann falzen wir das Ding einmal. So. Gut, gut falzen, ganz stark. Vor allem jetzt, wenn ich es noch legen kann, weil das soll ja wirklich gut hier liegen. Wenn ihr das nicht stark falzt, dann stehen hier diese Kanten dann ab. Oder hier diese Landschaft, die geht dann so hoch. Also gut alles falzen. So. Und dann stanzen wir auch mal oben direkt die Kontur rein. Und zwar habe ich da hier diese Etikettstanze genommen. Einfach nur, um das da oben reinzulegen. Das sind jetzt ein paar Lagen mehr übereinander, aber das schafft die Stanze. Das ist gar kein Thema. So, das heißt, ich ziehe die einfach mal so, dass wir möglichst wenig Verschnitt haben. Und lege die quasi da oben an. Also von oben reinstecken, unten wieder raus. Und dann so, dass wir möglichst wenig mit haben. Jetzt muss ich gucken, wann es aufhört. Und wir haben hier tatsächlich drei Lagen übereinander, aber das sollte eigentlich kein Thema sein für die Stanzen. Jetzt macht es meine natürlich nicht. Ah!
Okay, als ich es ausprobiert habe, die ganze Zeit war es kein Thema. Wahrscheinlich war ich zu knapp. Also gebt euch lieber noch einen Zentimeter und stanzt es an. Ich kann hier jetzt noch nachkorrigieren, das ist gar kein Ding. Aber gebt dem lieber noch einen Zentimeter. So, das passt. Da kommt nachher sowieso das Band hin, das sieht man nicht. Alles klar, das ist das. Und dann legen wir die Stanzform hier drauf. Einfach so passend. Ja, das heißt, wir hätten sogar noch ein bisschen wegstanzen können. Das mache ich einmal, dann sieht es ein bisschen harmonischer aus. Jetzt testen wir nochmal live zusammen, ob das nicht doch funktioniert wie in dieser Stanze, wenn man einfach ein bisschen mehr Platz lässt. Ich kann das einfach hier dranlegen und dann so. Ja, das funktioniert gut. Und dann... Ah, daran hat es gelegen. Also wenn man oben dem noch ein bisschen gibt, dann geht es auch wunderbar. Alles klar. Dann das hier wieder auffalten natürlich und durch die Stanzmaschine kurbeln. Das dauert jetzt nur ein Sekündchen, das können wir sogar zusammen machen. Das heißt, hier einmal das drauflegen. Ich lege das gern schräg, dass wir keine Parallelen bilden zur Walze. Das stanzt dann besser durch. Also hier genau auf die Mitte zumachen. Gucken, dass sich nichts bewegt und dann durchkurbeln. So. Super, dann hier die ganzen Futzelteile raus. So. Wo ist mein Pixie-Tool? Da. Eins, zwei. Perfekt. Das hier einmal weg. Gut. Jetzt nochmal gut falzen, das heißt am besten mit der Ausstanzung nach unten hinlegen und dann hier oben zufalten und dann nochmal gut nachfahren. Wie gesagt, sonst stehen hier euch diese Kanten ab und es sieht ein bisschen doof aus. Gut, perfekt. Dann stanze ich da oben ein Loch rein mit einer Lochstanze. Hier sowas. Super. Passt. Und dann können wir auch das noch hinten reinlegen. Das möchte ich einmal gerne bestempeln. Lege ich einmal gerade was unter. Hier, Leute von meinem Kanal erkennen das aus dem letzten Video. Und zwar habe ich aus dem Stempelset Freude am Schenken diesen Schneeflocken-Swirly hier genommen. Und wir stempeln, ich würde aber mal vorschlagen, wir stempeln den in Aquamarin und nicht in dem Blau. Aber wir wollen hier nur ganz leicht. Und ich stempel es tatsächlich auch einmal ab. Einfach nur so ein bisschen für den Hintergrund. Nochmal umdrehen, nochmal so. Irgendwie sowas, ne? Das kommt ja sowieso nachher noch abgeschnitten. Gut. So, und apropos abschneiden. Also als allererstes stanzen wir hier mal noch unsere Randkante rein. Da können wir jetzt, nachdem es auch eine Lage ist, direkt quasi an den Rand gehen, an die Kante. Mal schauen. So. Und das stanzen wir dann einfach so lange, wie wir müssen. Da wollen wir natürlich möglichst viel aufheben, weil das Spezialpapier vor allem teuer ist. So, und dann schaue ich mal hier, wie weit ich diese Einlage brauche. Ich markiere mir das einfach mit dem Fingernagel ganz provisorisch, lege das hier oben ein und schneide es ab. So, und dieses Ding hier, das tun wir auch. So will ich das haben, dass das oben ein bisschen rausguckt und dann auch einfach hier bis nach da. So, das auf jeden Fall aufheben, da kann man noch Sterne oder sonst noch was draus ausstanzen. So, Glitzer oder Spezialpapier ist nie verloren, wenn man da was abschneidet. Gut, und dann können wir auch alles zusammenkleben und das ist dann schon. Jetzt kann ich hier noch den Namen drauf schreiben. Wie gesagt, das kriegt meine beste Freundin Sandra, deswegen nehme ich hier mal einen Stampin' Right Marker und einmal testen, passt. So, ich starte mal etwa hier. Sandra. Und das kommt dann da reingeklebt. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, ist doch nett, wenn man sich jetzt überlegt, es geht dann so auf. Ja, süß. Also, zuerst eine Seite. Ich schmiere da einfach mal ein bisschen ganz normalen Flink und Fest drauf. Damit kleben wir das Weiße an.
Und weil ich ganz pingelig bin, nehme ich mir noch einen, den Stampin' Write Marker nochmal in Marineblau und färbe die rechte Kante von dem Papier hier blau. Die wird nämlich da quasi Schlag auf Schlag anstehen außen. Damit man die weiße Kante nicht sieht, mache ich das. Das ist aber absolut optional, das müsst ihr nicht machen. So, und jetzt klebe ich das ein. Wichtig darauf ist, dass ihr diese Kante hier rechts wirklich Kante an Kante legt. Sonst kriegt man nämlich dieses Spezialpapier, wenn das mal rausgerutscht ist, nie wieder reingefummelt. Deswegen muss das echt hier außen anstoßen. Sonst, wie gesagt, kriegt der Empfänger das nicht mehr rein, falls es mal rausrutscht. So, genau, also hier Stoß an Stoß. Was da oben passiert, ist egal. Gut, das also nochmal hinlegen, flach drücken und jetzt nehme ich hier flink und fest Plus, weil das soll wirklich gut halten. So, eine Bahn. Und dann wird das hier zugeklebt. Wunderbar. Dann haben wir hier unseren Anhänger. Auch nochmal umfalzen. Super. Und das hier kann dann einfach da rein. Sieht super schön aus. Alles klar. Als Finishing Touch, ich habe hier noch einen Pfeil drauf geklebt, weil ich meine Empfänger kenne. Die Sandra wird es wahrscheinlich merken, aber andere Leute brauchen hier gerne mal einen Pfeil, damit die raffen, dass man das rausziehen soll. Ich habe gefunden in den Stanzformen der perfekte Dreh. Das sind diese hier, dieses mit dem Drehrad. Da gibt es eine Stanzform, wo so ein kleiner Pfeil drin ist. Der eignet sich hier wunderbar. Ihr könnt natürlich auch normalerweise einen Pfeil draufmalen. Das wird hier jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil das ja so ein Spezialpapier ist und eine seltsame Oberfläche hat. Aber normalerweise sollte man auch einfach einen Pfeil draufmalen können. Das ist jetzt hier nur in dem auf dem Spezialpapier nicht so gut möglich. Aber ja, vielleicht habt ihr auch einfach einen wasserfesten blauen Stift, dann geht es ja auch. Ich finde das mit der Stanzung nur eleganter und ich kann es nehmen, weil ich halt das Ding gerade habe. Aber wie gesagt, ist optional. So. Ich nehme da meinen Präzisionskleber für, verschmiere das noch ein bisschen und dann setze ich diesen Pfeil einfach hier ans Ende. Kurz andrücken und das jetzt in Ruhe trocknen lassen. Dann haben wir hier unseren Pfeil, der suggeriert, dass man das quasi rausziehen soll. Gut, einmal hier die Spitze schön machen. Das machen wir gleich wieder zu. Super. Und jetzt könnt ihr das natürlich drum machen, woran immer ihr wollt. Ich werde den wahrscheinlich auf das Geschenk draufkleben oder drauflegen oder irgendwie sowas. Und deswegen kann ich hier oben einfach so ein bisschen Deko ranmachen. Und zwar hier so ein Geschenkband. Nehmen wir mal so. Wo ist meine große Schere? Hier. So. Das ist das Geschenkband. Schimmerndes Geschenkband in Gold. Das ist aus einer der Herbstreihen gewesen in dem Mini-Katalog. So. So, dann muss das hier so rum abgeschnitten werden. Schnapp. Oh, das ist vielleicht noch ein bisschen lang, das kürze ich dann nochmal nachher ein. Aber das ist dann das kleinste Übel. Und dann habe ich hier jetzt einfach noch so eine blaue Kordel genommen in Marineblau. Aber wie gesagt, wie das ausdekoriert ist, egal. Das kommt einfach mega immer drauf an, wo ihr das dran macht. So. Ihr könnt es auch in anderen Farben basteln. Gerade die Schneeflocken in dem Set. Wenn ihr das Etikett mit den Schneeflocken bastelt, da könnt ihr natürlich diverse Schneeflockenfarben nehmen. Also alle möglichen Blautöne, die ihr gern hättet. Und außerdem, irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, ihr könnt natürlich auch hier, ihr müsst kein Spezialpapier nehmen, ihr könnt auch ein schönes Designerpapier nehmen, was auch immer ihr wollt. Ihr findet was. So, ich wickel das hier noch ein paar Mal drum. So. Dann haben wir hier so ein bisschen dickeres. Und dann mache ich da ein Schleifchen rein. Und dann ist es auch schon fertig. Mehr ist das nicht. So, wenn ich das jetzt noch hingefummelt bekomme. Ja. Nein, nicht rausrutschen. Oh, nochmal machen. Also. Das ist natürlich jetzt hier wieder der längste Teil vom Video. Aber ihr seht, auch für mich ist es fummelig. So, perfekt. Jetzt können wir das noch auf die gleiche Länge ziehen. Also die Öhrchen auf die gleiche Größe.
und dann abschneiden. Hier. Und das hier kürzen wir auch noch ein bisschen ein. Nehmen wir mal an. So. Ja, so gefällt es mir. Alles klar. Und das ist es für heute. Also es ist wirklich total easy. Die Idee ist einfach nur, diese Tasche zu machen. Ihr müsst die oben nicht zumachen, weil das Band versiegelt ist sowieso. Falls man das weiter zu weit reinschieben sollte, hier geht es gar nicht mehr weiter als so. Selbst wenn, kriegt man es ja immer noch so raus. Also da ist gar keine Gefahr, dass das irgendwo verbummelt geht. Und selbst wenn das hier mal rausrutschen sollte, nachdem wir diese Kante genau hier rangeklebt haben, kann man es auch ganz einfach wieder reinstecken. Und dann habt ihr einen kleinen interaktiven Geschenkanhänger, der irgendwie total niedlich und total stilvoll zugleich ist. Genau, das ist es von mir für heute und genau, ihr könnt diesen Kanal einfach abonnieren, dann bekommt ihr quasi jetzt jeden Tag bis Weihnachten ein Video raus. Wir sehen uns nochmal irgendwann, ich glaube am 12. Ich muss nochmal auf den Plan gucken, aber wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß und eine wunderschöne Adventszeit. Wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln, vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.